quantenmechanische Experimente, die erste. Liebe Zuschauer auf YouTube, wir haben hier ein typisches Beispiel eines Quantenradiers. Was ist ein Quantenradierer? Mit einem Quantenradierer schaffe ich es, Informationen, die zuvor auf einen Photon übertragen wurden, wieder auszulöschen. Wir haben hier einen Mach-10. Interferometer und wenn wir hier genau sehen, sehen wir hier die Interferenz. Wenn unser Kameramann bitte hier mal herkommen würde, sieht man die Interferenz von dem Photon, das sowohl den linken als auch den rechten Weg, bitte von oben. Das Photon geht nun einerseits hier durch den halbdurchlässigen Spiegel durch, trifft auf diesen Spiegel und geht hier wieder raus, geht allerdings auch hier so her und hier und interferiert hier mit sich selbst. Was bedeutet nun der Quantenradierer? Wir bringen zwei Polfilter in den Strahlgang. Die Polfilter müssen zueinander senkrecht stehen, so wie diese hier. Ich sehe nichts. Ich bringe die Polfilter hier in den Strahlgang hinein und wir sehen dadurch, dass ich die Photonen markiert habe, wüsste ich prinzipiell, welchen Weg sie nehmen. Das heißt, meine Interferenz verschwindet. Der Quantenradierer ist nun dieser Polfilter. Dieser Polfilter steht 45 Grad zu den beiden anderen Polfiltern. Wir stellen hier wieder den Strahlgang hinein und wie durch ein Wunder erscheint die Interferenz wieder. Warum erscheint sie diesmal wieder? Weil die Information, welcher Weg genommen wurde von den Strahlen, ausgelöscht wurde. Das heißt, er hat die ausradiert, mehr oder weniger die Information, die ich vorher jedem Photon mitgegeben habe. Die Information ist ausradiert, beide Wege werden wieder von den Photonen eingeschlagen, es kommt zur Interferenz. Dankeschön.